Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Teatro Maui. Rose Arcane. Wie lange saß ich jetzt schon vor meinem Computer? Es müssten schon viele Stunden gewesen sein. Alles, was ich geschafft hatte, war, die Outlines eines Bildes zu zeichnen und mir neue Musik herauszusuchen. Micha und Maurice waren schon schlafen gegangen, wobei ich ja glaubte, dass Maurice sich wieder an den Computer gesetzt hatte. Er würde niemals vor 2 Uhr einschlafen. Wo Manu war, wusste ich nicht. Vielleicht saß er im Wohnzimmer. Ich hatte es mir in der Küche gemütlich gemacht und versuchte zu arbeiten. Das Design für meinen neuen Merch war lange noch nicht fertig. An sich wäre das kein Problem gewesen. Mein Team wollte allerdings die ersten Entwürfe in 2 Tagen haben. Ich massierte leicht meine Fingerknöchel und Kuppen. Der mehr allzu bekannte Klingelton von Skype ertönte und ich nahm den Anruf an. Da so gut wie jeder andere Let's Player Teamspeak nutzte, hatte ich mir diese zwar ebenfalls geholt, aber mit Freunden aus dem Internet redete ich lieber über Skype. Ich fand es aus mir unerklärlichen Gründen persönlicher. Hallo Süße. Ich musste schmunzeln. Schon lange versuchte ich, Rose beizubringen, mich nicht so zu nennen. Leider schlug es nicht an. Hey Rose. Du hast mich angeschrieben. Ich eile zu Hilfe. Was ist dein Problem? Es könnte durchaus sein, dass ich komplett verpennt habe, neuen Merch zu entwerfen. Oder generell neue Muster. Und jetzt habe ich 2 Tage, um 5 neue Bilder zu zeichnen. Du hast nicht zufälligerweise ganz viel ungenutzte Zeit? Bitte? Sie lachte. Klar kann ich dir helfen. Du hast mir schließlich auch schon ein paar Mal aus der Klemme geholfen. Ich erinnere nur an die Situation. Na, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, er kam einfach so, sind die Sachen fertig? Und du nur so, welche Sachen? Du hattest das komplett verpennt. Sie lachte wieder. Ich öffnete mein Zeichenprogramm und arbeitete weiter. In der nächsten halben Stunde redeten wir größtenteils belanglose Dinge, ihren Freund, mein Kanal. Manchmal wurde es aber auch still. Dann arbeiteten wir beide so tiefenentspannt und konzentriert, dass wir auch kein weiteres Interesse an einem Gespräch hatten. Ist Gewalt im Sachverhalt von maßloser Gestalt, nimmt man das Ganze eben um kommendes Problem herum. Leise sang ich die Lieder mit, die in meinen Ohren dröhnten. Wie oft willst du die Lieder jetzt eigentlich noch singen? Ich krieg den Hörkrampf! Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so etwas gibt. Aber wenn du meinst? Wenn ich was meine? Manu war ins Zimmer gekommen. Nicht du, Rose oder wie auch immer du sie nennst. Hallo, Manuelchen! Er kann dich nicht hören. Und wenn du mir weiter ins Ohr schreist, schalte ich dich dumm. Bitte nicht. Sie schniefte gespielt. Du musst doch hören, dass bei mir eingebrochen wird. Weil das so oft passiert, oder wie? Manu hatte ich schon fast wieder vergessen. Was machst du da? Und da hatte ich ihn wieder bemerkt. Ich zeichne ein neues Design für meinen Merch. Ich würde dich ja fragen, ob du mir hilfst, aber dann... Naja, du kennst ja dein künstlerisches Potenzial. Außerdem hilft Rose mir ja schon. Langsam schien er zu verstehen. Das Rose, also Rotze? Ich rollte mir den Augen. Ja, Manu, da ist ein Symptom einer Erkältung dran. Sie zeichnet auch für dich? Wir sind eher gut befreundet. Wenn wir irgendetwas verpennen, helfen wir uns gegenseitig. Und jetzt habe ich etwas verpennt. Bitte sag jetzt nicht, dass du ihr auch schon geholfen hast. Schon öfters. Du wirst nicht wissen, welche Designs in deinem Shop von mir sind. Oh doch, das will ich sehr wohl. Geh mal auf die Seite. Meine Finger flitzten über die Tastatur und gaben glp.tv/shop ein. Welche sind von dir? Ich deutete auf eines der neueren, den GLP mit Puffy und Klumpy. Wie geht's dir, Manu? Nochmal, Rose, er hört dich nicht. Ich habe Kopfhörer auf. Ja, ja. Stille. Manu war anscheinend, ohne dass ich es gemerkt hatte, gegangen. Ich blickte wieder auf den Bildschirm und beschloss, dass es für heute genug war. Du, Rose, ich lege auf. In Ordnung? Klar. Ciao, Süße. Sie war ja schon süß. Ich fuhr meinen Laptop herunter und ging ins Wohnzimmer, wo ich Manu auf der Couch fand. Ich find's gruselig, dass du Eingriffe in mein Leben tätigst und ich merke nichts davon. Tja, Manu, du musst damit leben. Außerdem verkaufen sich die Sachen. Wo liegt also das Problem? Er zuckte mit den Schultern. Ich würde nur gerne wissen, wen ich eigentlich bezahle. Dich oder Rose?
Ich habe nie Geld dafür verlangt. Nicht von Rose, von nirgendwem. Ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Ich habe keinen Zeichner engagiert, weil ich zu gerne zeichne. Ich habe für meinen Merch die Seite selber aufgesetzt und besuche in geregelten Abständen die Produktionsstellen. Wenn ich die Dinge selber sehe, kann ich mir einfach sicherer sein. Und da das Zeichnen einfach eine große Leidenschaft von mir ist, tue ich das gerne. Du bezahlst Rose, nicht mich. Manu brummte. Ich stützte mich auf die Sofalehne und fuhr durch seine Haare. Duschen ist nicht dein Favorit, oder wie? Er packte meine Hand und zog mich zu ihm runter. Für dich würde ich sogar das tun. Junkie. Ich stand vor Maurys Badezimmerspiegel. Er war schon immer ein wenig eitel, das spiegelte sich nur zu gut in der Größe des Spiegels wider. Ein Ganzkörperspiegel im Bad. Man konnte es auch übertreiben. Meine Rippen zeichneten sich deutlich unter meiner fast schon weißen Haut ab und meine Augen lagen tief in den Höhlen. Schon oft hatten mich Leute gefragt, ob ich denn magersüchtig sei. Ich hatte verneint. So wie ich das sah, war ich es wirklich nicht. Ich vergaß nur oft zu essen, machte so gut wie keinen Sport, abgesehen von dem Schulsport, der eine einzige Qual für meinen unternährten Körper war, und schlief zu wenig. Ich hatte, wenn man es so sagen wollte, wie es war, echte Probleme. Die zu meinem Körper gehörenden Narben verdeutlichen dies noch einmal. Vielleicht würden sie es nicht bemerken. Nicht die Narben, nicht mein Körper. Vielleicht wollte ich, dass sie mich unverfälscht sahen. Ohne die dicken Pullover, die den Gewichtsmangel und die Narben verdecken sollten. Ohne die Tonnen Concealer, der meine Augenringe notdürftig verdecken sollte. Vielleicht sollte ich ihnen diejenige zeigen, die ich war. Ich hatte mich so gut in die Rolle des glücklichen Mädchens eingefunden, dass Herauskommen sich als schwierig gestaltete. In der Zeit, die ich bisher hier gewesen war, war ich immer faceless gewesen. Das glückliche Mädchen. Aber das war ich nicht. Ich war Fermé und die lief lieber vor Problemen davon, als sich ihnen zu stellen. Hatte große Probleme mit sich. Depressionen, Panikattacken. Ich war ein Tablettenjunkie. Ohne sie konnte ich nicht. Diese Sucht hatte angefangen, als die Doktoren mir die Essen verschrieben hatten. Antidepressiva, kleine Mittelchen eben. Irgendwann hatte ich mir immer mehr geholt, immer mehr genommen. Nach einiger Zeit hatte ich versucht, Abstand dazu zu bekommen. Für eine Zeit kam ich klar. Dann ging alles von vorne los. Ich versprach mir selbst, nur wenige zu holen. Doch die Zahl stieg. Und jetzt hatte ich mich selbst auf kalten Entzug gesetzt. Meine Finger zitterten. Ich konnte mich kaum konzentrieren. Ich spritzte mir Wasser ins Gesicht. Das war nicht der richtige Moment, um in Selbstmitleid zu ertränken. Dafür gab es keinen richtigen Moment. Ich streifte mir eines meiner Lieblingsteile über, das ich allerdings nie trug. Es war ein kurzärmeliger und bauchfreier Pulli. Da momentan Sommer war, musste ich nichts drunter anziehen. Er legte all meine Narben offen. Aber ich wollte es so. Der große Aufdruck »The Heavens Got a Plan for You« war ein Auszug aus einem meiner Lieblingssongs. Der Pulli war Merch von mir. Ich liebte ihn heiß und innig. Nicht umsonst war es eines der ersten Objekte im Shop gewesen. Alle Kleidungsstücke meines Shops trugen Schriftzüge, manche waren Zitate von mir. Bewusst hatte ich Bilder meines Charakters weggelassen. Man sollte es als normale Mode tragen können, ohne sofort mit einem Blick aller »Ein Faceless-Fan? Aha« bedacht zu werden. Noch einmal kämmte ich meine Haare und versuchte sie in einen normalen Zopf zu bringen, was erneut scheiterte. Also ließ ich sie offen und ging aus dem Bad. Ich stopfte meine anderen Kleidungsstücke in meine Tasche und setzte mich auf das Sofa. Gonzo kam sofort angelaufen und wollte gestreichelt werden. Ich kam diesen Wunsch nur zu gerne nach und strich über sein weiches Fell. Dieser Hund war der Inbegriff eines Zuckerschocks. Ich strich ihm über die Ohren und kraulte ihn im Nacken. Gonzo wedelte mit seinem Schwanz und kuschelte sich auf meinen Schoß ein. »Bist du auch schon wach?« Der Untote war hereingekommen. »Ja, nicht 100% freiwillig, aber wenigstens wach.« Michael setzte sich zu mir auf das Sofa und strich gedankenverloren über Gonzos Fell. Er schüttelte seinen Kopf, um aus dieser Starre zu erwachen, die keine wirkliche Starre war. Eine Zeit lang beobachtete er Gonzo, bis er plötzlich in seiner Bewegung stoppte. »Was ist?« Er legte seinen Kopf schief. »Was ist das da an deinem Arm?« Ich munzelte leicht, eher gezwungen als ehrlich.
Narben. Von was und warum sind es so viele? Vermutlich hatte er selbst keine wirkliche Erfahrung mit dem Ritzen gemacht, außer dem Hörensagen in der Schule oder seinem Umfeld. Ich schüttelte nur den Kopf. Du hast nicht... Er hielt sich eine Hand vor den Mund und würgte leicht. Oh Gott, warum... Warum hast du das getan? Ich zuckte mit den Schultern. Vielleicht sollte ich mich ihm anvertrauen. Er würde mich für nichts verurteilen. Die Doktoren hatten gesagt, es würde helfen. Ich müsste ihm ja nicht alles erzählen. Warst du schon mal alleine? Also so wirklich alleine? Wenn die einzige Person, die dich jemals verstanden hat, auf einmal weg ist? Sich nicht mehr meldet? Wenn du denkst, alles sei in Ordnung, wurdest von einer Hand gefangen, nur um auf den Boden geschmissen zu werden und dort zu zerschellen? Wenn jeder denkt, er würde dich verstehen. Alle sagen, es sei nur eine Phase, ein Schock. Aber du weißt, dass es nicht so ist. Dass diese Phase niemals aufhören wird. Es ist ein furchtbares Gefühl. Nein, ich glaube, so habe ich mich noch nie gefühlt. Erzähle mir davon. Willst du es wirklich hören? Ich will dich verstehen und das kann ich nun mal nur, wenn ich weiß, was in dir vorgeht. Ich lächelte ihn leicht an. Er war ein wahrer Freund. Wenn man sich ritzt, ist das nicht wie eine Magersucht. Man fühlt sich nicht stark, weil man es tun kann. Man lebt im tosenden Sturm, wird herumgeworfen und versucht, sich zu retten. Schwimmt gegen den Strom. Man weiß, dass man nicht aufgeben darf, weil man es nicht kann. Man kann nicht loslassen. Immer ist es laut im Kopf, immer tönt da dieses eine Mantra. Du darfst nicht aufhören. Jedenfalls war es bei mir so. Ich wollte aufhören, aber ich konnte nicht. Und wenn dann der Lärm im Kopf einmal aufhören kann, dieses Mantra einmal schweigt, das möglich ist, dann greift man sich diesen Strohhalm. Man will, dass es einmal aufhört. Und wenn dann das Blut hervorquillt, alles ist still. Man beginnt das Blut zu lieben und zu hassen. Nein, man hasst es nicht. Man hasst sich selbst. Man weiß immer, dass es schrecklich ist. Aber es ist wie mit Drogen. Man kann nicht mehr aufhören. Die Klinge wird zum treuen Freund. Ich trug immer eine bei mir. Immer in dieser kleinen Tasche in der Jeans. Sie hat mich meistens ein wenig gestochen. Wenn ich die Hose ausgezogen habe, war da eine rote Stelle oder sogar eine kleine Wunde. Es war beruhigend, diese Versicherung mit sich zu tragen. Irgendwann werden aus einem Strich zwei, aus zwei und drei, so entstehen immer mehr Narben. Ich war davon abhängig wie von Drogen. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich habe angefangen, wahnsinnig zu werden. Ich habe oft vor mich hingebrabbelt und irgendwann sogar mein eigenes Blut probiert. Ich weiß, wie eklig das klingt. Es schmeckt auch nicht gut. Aber ich konnte nicht mehr. Ich habe immer weitergemacht, immer noch einmal, noch ein Riss in meiner Haut. Irgendwann wollte ich auch nicht mehr aufhören. Es wurde immer angenehmer und mein Körper wurde immer ausgemergelter. Andere Kinder in meinem Alter haben, wenn sie nach Hause gekommen sind, erst einmal ihr Handy gescheckt. Ich schloss mich im Bad ein und ritzte mich. Es ist ein angenehmer Schmerz. Nicht am Anfang, aber es wird immer angenehmer. Und deswegen willst du weitermachen. Der Körper gewöhnt sich an den Schmerz. Er übertönt die Stimme nicht mehr. Deswegen machst du weiter. An immer neuen Stellen. Ich habe hinter meinen Ohren Narben davon. Manchmal sehen sie aus wie Kiemen. Ich lachte und deutete auf meine Ohren. Dann seufzte ich. Es ist nicht lustig, ich weiß. Aber das ist nun mal meine Art, damit umzugehen. Irgendwie alles verdrängen. Anders geht es nicht. Manchmal trage ich die Klinge heute noch bei mir. Ich sah Zombie in die Augen. Ein dünner Tränenfilm hatte sich in ihn gebildet. Dann umarmte er mich. Er ließ mich gar nicht mal los. Es tut mir so leid, dass du das alles erleben musstest. Du bist 9 Jahre jünger als ich und hast so viel mehr erleben müssen. Ich bin so stolz auf dich, dass du trotzdem noch hier bist. Ich denke, ich hätte es nicht ausgehalten. Ich,
Ich hatte mich umgebracht. Ich lugte. Ich wollte ihm nicht sagen, dass ich exakt das versucht hatte. Wenn er schon auf das Ritzen so reagierte, wie würde er auf einen Suizidversuch reagieren? Ich wollte es gar nicht wissen. Er tat mir so leid, dass ich ihm die Wahrheit anvertraut hatte. Ich hatte ihm eine Last auferlegt, für die er nichts konnte, wegen die er sich nicht wehren konnte. Es tut mir leid, Michael. Dear, dear friend. Ich hätte da noch eine Frage. Die wäre, was war der genaue Auslöser? Du wiegst immer wie das alltägliche kleine Prinzesschen, das von den Eltern alles kriegt, was es will. Als hättest du immer alles mit Bravo hingekriegt. Man kann sich nicht vorstellen, dass noch irgendetwas hinter dem Lächeln ist. Immer wenn wir geredet haben, hast du gelacht und warst nie schüchtern oder ängstlich. Wie kann ein Mädchen wie du sich ritzen? Ich seufzte. Wie sollte ich ihm das erklären? Vielleicht sollte ich es wie Lea versuchen. Wie meine tote, beste Freundin. Beste Freundin? Du hast mich schon lange ersetzt. Habe ich nie. Du wirst immer diesen Platz in meinem Herzen haben. Es tut mir leid, wie es geendet hat. Du wolltest es doch selbst. Ich habe dich beschämt. Du dachtest, ich sei eine Heulsuse. Ich habe es nur für dich getan. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Dir dieses Geschenk machen. Wie kannst du auch nur denken, dass es ein Geschenk war? Du ahnst doch gar nicht, wie verzweifelt ich war. Ich vermisse dich immer noch. Werde ich immer. Ich fing mich wieder und mein Blick klärte sich. Ich schluckte noch einmal und versuchte es Micha zu erklären. Du weißt ja sicher, dass Maurice, also dass er mein Babysitter war. Früher, denn nach ein paar Jahren ist er mit seiner Familie weggezogen. Ich hatte nie diese große Stereotypfamilie. Die Mutter kocht, wenn man nach Hause kommt, der Vater knuddelt einen, wenn er kommt. Ich war schon früher oft alleine. Maurice war dann so etwas wie ein großer Bruder für mich. Er war eine große Stütze in meinem Leben. Als er wegzog, brach eine Welt für mich zusammen. Ich habe stundenlang geweint. Und da habe ich die Klinge zum ersten Mal als Freunde gesehen. Ich habe mir gedacht, es kümmert doch eh keinen. Tu es einfach, es wird helfen. Also habe ich es getan. Es hat weh, klar, aber es hat geholfen. Ich konnte die Trauer und Tränen vergessen. Jedenfalls für einen Moment. All meine Schmerzen und all die Verzweiflung und Selbstzweifel verschwanden. Nur noch das rote Blut existierte in meinem Kopf. Die Stimmen in meinem Kopf sagten mir, wie gut das tat. Also glaubte ich ihm. Ich dachte, das wäre ich, die das sagt. Ich hielt die aufkommenden Tränen zurück. Darüber zu reden half, aber es stürzte mich auch zurück in diese Zeit. Diese Momente. Und es schmerzte. Ich musste mir all die Gedanken wieder ins Gehirn rufen, obwohl ich nicht wollte. Es war nicht ich. Das waren die Stimmen, die mich immer leiteten und zum Rand der Verzweiflung trieben. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich denke, jeder Mensch hat diese Stimmen. Nur manchen fallen sie weniger auf. Jedenfalls machte ich weiter. Ich war sowieso nicht wirklich beliebt in meiner Klasse, da ich den Ruf hatte, die besserwisserische Streberin zu sein. Es könnte durchaus stimmen, aber was hätte ich machen sollen? Ich hatte keine Freunde, mit denen ich mich hätte treffen können. Also hatte ich genügend Zeit für schulische Aufgaben. Ich hatte meinen gesamten Tag ja nicht damit verbringen können, eure Videos zu schauen. Ihr wart tatsächlich diejenigen, die mich zum Lachen brachten. Ich weiß, wie seltsam und schleimerisch das klingt, aber es war so. Die einzige andere war meine Klinge. Und da war diese Verzweiflung. Ich wusste, ich könnte niemals wieder anders lachen. Ehrlich lachen. Ich konnte nicht mehr lachen. Micha sah mich mitfühlend an. Eine erste Träne perlte aus meinem linken Auge. Ich wischte sie weg. Wenn du nicht darüber reden willst, ist es auch in Ordnung. Wirklich, ich sehe doch, wie schlecht es dir dabei geht. Ich zog die Nase hoch. Es geht schon. Ich soll ja darüber reden, sagen die Psychodocs.
Du gehst zu einem Psychiater? Ich winkte ab. Andere Geschichte, auch wenn es die gleiche ist. Jedenfalls kam dann dieses Mädchen in meine Klasse. Sie hatte honigblonde Haare und diese Augen. Sie nahm einen gefangen. Es war dieses Meerwasserblau. Da, wo es so richtig tief ist. Wir wurden Freundinnen. Ich hörte mit dem Ritzen auf und für ein Jahr war ich eine normale Teenager. Aber dann brachte sie sich um. In ihrem Abschiedsbrief schrieb sie mir ihre Geschichte. Sie hatte wirklich kein schönes Leben. Vermutlich haben wir uns deshalb so gut verstanden. Jedenfalls war ich am Boden. Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich womöglich mehr als Freundschaft für sie empfand, aber ich konnte damit nichts ändern. Sie war tot. Manchmal sehe ich sie heute noch. Ihren blutbefleckten Körper, ihre blonden Haare liegen auf ihren Schultern. Sehen so weich aus. Ich will sie berühren, aber ihr Körper verschwindet, wenn ich näher komme. Was bleibt, ist ihre Stimme. Sie hält in meinem Kopf. Ich habe Angst, dass sie die Wahrheit sagt. Die Therapeuten sagen, es wäre meine eigene Stimme. Ich rede mir selbst ein, dass es so wäre. Vielleicht haben sie recht. Aber ich kann ihm nicht glauben, bis ich mir sicher sein kann, dass es so ist. Ich will ihren Körper wieder spüren, in ihre Umarmung fallen und wieder mit ihr reden, sie zum Lachen bringen, als mir klar wurde, dass das niemals passieren würde. Wie niemals auf der Hochzeit der andere die Brautjungfer sein würden. Da hatte ich einen Rückfall. Es war schlimmer als vorher. Ich konnte nicht mehr ohne. Ich quälte mich durch die Unterrichtsstunden, um mit den Pausen auf das Klo zu rennen und die Klinge herauszuholen. Irgendwann wollte ich nur noch sterben. Ich hatte alles sorgfältig geplant. Aber alles ist schief gelaufen. Und hey, das ist gut, denn ansonsten wäre ich jetzt nicht hier, um dir alles zu erzählen. Ich lachte, auch wenn mir danach nicht zumute war. Micha war kreidebleich im Gesicht. Ich habe die Pulsader verfehlt, eine Sehne durchgetrennt und lag da im Badezimmer und habe auf den Tod gewartet. Als meine Eltern kamen, riefen sie den Notarzt. Alle wollten wissen, weshalb ich es getan habe. Aber niemand wollte die Wahrheit hören, dass ich verzweifelt war. Alle schoben auf Mobbing, den Verlust meiner Freundin oder den Druck durch Eltern oder die Schule. Vielleicht waren das ebenfalls Faktoren, die mich dazu brachten. Aber den offensichtlichen Grund wollte keiner sehen. Sie wollten nicht sehen, dass ich meinen Kampf schon aufgegeben hatte. Es war für sie unmöglich. Ich war 14 Jahre alt. Mir stand noch die ganze Welt offen. In ihrer Welt sollte ich mich den ganzen Tag mit meinen besten Freundinnen treffen und stundenlang shoppen und lachen. Nicht in meinem Zimmer sitzen und einsam YouTube schauen. Sie wollten mich allesamt in den Stereotyp stecken. Ich kam zuerst in den psychiatrisch orientierten Teil des Krankenhauses. Dann in die Kinderklinik auf der Station. Ich lernte einen Jungen kennen. Er hatte Krebs. Der Tumor in seinem Kopf wuchs. Er hatte höchstens 2 Monate. Und trotzdem lächelte er mich jeden Morgen an, wenn ich aufwachte. Und sah mit mir die neuesten Videos auf YouTube an. Auch wenn er sie nicht interessant fand. Ich fühlte mich so unendlich feige. Irgendwann meinte er, ich solle das auch machen. Er hatte gesehen, wie viel Spaß es mir machte, euch zuzusehen und selbst zu spielen. Als ich aus dem Krankenhaus raus war, fing ich mit YouTube an. Für ihn. Nach einigen Wochen erfuhr ich, dass er gestorben sei. Mit dem Handy in der Hand. YouTube geöffnet. Das letzte Video, das er sich ansah, war von mir. Und das zog mich zurück in das Loch, aus dem ich für ihn rausgekrochen kam. Das war alles nicht fair. Also begann ich, die Maske zu tragen, wenn ich mit euch redete, wenn ich in der Schule war oder mit meinen Eltern aß. Aber wenn ich alleine war, weinte ich, bis keine Tränen mehr kamen und scharrte die Decke meines Zimmers ab. Aber hey, es geht mir besser, wenn ich die Maske trage, weil ich mir einrede, es ginge mir besser. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht so. Ich will mir selbst glauben. Ich will wieder lachen, ehrlich lachen und... Und hier kann ich es wieder. Ich kann wieder lachen. Und ich endete meine Rede. Stille.
Es tut mir leid, ich hätte dir das nicht erzählen sollen. Die Tränen flossen über meine Wangen, als Micha mich in den Arm nahm und sanft über meinen Rücken strich. Es ist alles gut. Weine ruhig. Es ist in Ordnung. Er war da für mich. Er war der Erste, der für mich da war, seit ich mich offiziell von Lea verabschiedet hatte. Ich fühlte mich sicher bei ihm. Ich wusste, nichts an dem, was ich erzählt hatte, hatte etwas an seiner Meinung von mir geändert. Ich war immer noch faceless. Das Mädchen, das er durch gute und beste Freunde kennengelernt und schätzen gelernt hatte. Die YouTube-Legende. Und ich wusste, er würde immer hinter mir stehen. Dass er gerade hier war, drückte das nur zu deutlich aus. Ich war sicher bei ihm. Ich vergrub mein Gesicht in seiner Schulter und lächelte. Guten Morgen, wir schreiben den 1.9.2018 und das bedeutet, dass gestern erst was kam. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch noch heute am 1. kam. Eigentlich dürfen wir nichts dagegen gesprochen haben. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wir nähern uns mehr oder weniger dem Ende. Ich möchte es halt, wie gesagt, einfach durchbekommen, so langsam aber sicher. Also wir nähern sich dem Ende, keine Sorge, da kommen noch hunderttausende Kapitel gefühlt. Aber, ja. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer, dass ich nicht weiß, wie die Qualität von der Abmoderation sein wird, weil Rauschreduzierung ist so ein bisschen in den Wechseljahren, habe ich das Gefühl. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut bei Negotheater mal vorbei und bitte einmal auch bei Shizana Neko, denn sie hat das hier gemacht. Also das Bild, die Liner von dem Bild, so beim letzten Mal. Ich habe das Bild einfach nochmal benutzt. Entschuldige, ich habe ein Privatleben. Ich mache nicht jedes Mal ein neues Bild. Oder lass mir nicht jedes Mal ein neues Bild machen. Also gut, dann tschüss. Ach genau, schau bei... Ja, lass gerade hinten. Tschüss. Na, guten Morgen, Nacht, was auch immer.